Leute, was geht ab? Mein Name ist CWZD und willkommen zu einer weiteren Trainingsfolge vom Team Hide and Seek. Wer hätte es gedacht? Tobi Nation ist mit am Start. Guten Tag. Wir spielen hier zum ersten Mal, also nicht wir, aber ich zumindest, spiele hier zum ersten Mal eine Runde, also ein Turnier auf dem. Genau, 2 gegen 2 auf dem Timolia-Server. Und ich gehe hier schon drauf aus irgendeinem Grund. Das Ganze ist ein Turnier, das kann man sich ein bisschen vorstellen für die Leute, die es vielleicht so noch nicht kennen. Oh Gott, der ist tot, aber ich habe nur noch wenig Leben. Der ist auch richtig low. Oh, sehr gut, erste Runde gewonnen, das kann man sich so ein bisschen vorstellen hier wie so eine Fußball-WM. Das war jetzt quasi so die Quali, genau. Die Quali-Runde irgendwie. Zwei Quali-Runden gibt's. Es gibt immer zwei Quali-Runden. Da darf man verlieren, aber es kommt. Also man muss, glaube ich, eine Runde wenigstens gewinnen, um weiterzukommen. Und wenn wir jetzt hier fertig sind, können wir den anderen noch zugucken, wie die hier weiterzocken. 34 Teams sind sogar mit dabei jetzt hier in der Runde. Und echt einige. Die anderen spielen jetzt halt auch noch gegeneinander, da kann man jetzt ein bisschen zugucken. Und irgendwann werden wir dann vielleicht deutsche Minecraft-Meister in dieser Folge noch. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Während die anderen hier noch kämpfen, würde ich sagen, mache ich an der Stelle noch kurz einen Cut, falls es zu lange dauern sollte. Und wir sehen uns direkt in der nächsten Runde wieder. Willkommen zurück, Leute. Zweite Runde ist immer noch eine Qualifying-Runde, Leute. Wir befinden uns immer noch in der Gruppenphase sozusagen. Die gleiche Map wieder, ist das Zufall? Ja, das ist Zufall. Oh Gott. Der gibt gut direkt, ne? Die wollen aggressiv. Ich nehme hier den rechten. Okay. Oh Gott, ich gehe mal ein bisschen zurück. Oh shit, der Alter, die treffen richtig. Bisschen low. Oh Gott, ne, probier den rechten zu killen. Der ist richtig low. Alter, das gibt's doch nicht! Ja, was soll ich machen gegen die zwei, Alter? Ja, ist egal. Wir müssen eigentlich auch so weiterkommen. Keine Ahnung, wir dürfen uns nicht so rushen lassen, einfach. Boah, Leute, ich musste gerade ein bisschen ruhiger sein, weil ich mich versucht habe zu konzentrieren, aber wenn dann zwei direkt kommen. Aber wie gesagt, das war ja noch keine K.O.-Phase. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann waren das die Besten im Turnier und dann spielen wir gegen die vielleicht nochmal im Finale oder so. Jo, ja. Das passt schon. Meinst du, wir kommen weiter? Ja, ja. Was entscheidet das jetzt? Ob jetzt viele Teams dabei waren, die komplett beide Runden verloren haben? Ja, genau. Die sind dann auf jeden Fall raus halt. Das Atomsteak hier zum Beispiel. Okay, Leute, wir zittern jetzt einfach gemeinsam, sehen uns dann gleich wieder und hoffen, dass wir es geschafft haben. Wir zittern jetzt wie bei DSDS, gleich kommt einer mit dem Brief und schlagt rein und dann wird sich das entscheiden. Das ist erstmal jetzt noch so ein bisschen Werbung, ne? Ganz genau, jetzt kommt erstmal eine kleine Werberunde, Leute, und dann kommen wir mit der Entscheidung gleich wieder zurück. Okay, Leute, Jeff ist gerade mit der Botschaft reingekommen. Jeff, sein Name ist Jeff und hat uns gesagt, wir haben es tatsächlich geschafft. Schön, dass ihr jetzt aus der Werbung wieder mit am Start seid. Und jetzt kommt die nächste Runde und ich hoffe einfach, dass die auch nicht so krass am Rad und direkt wieder einen Fall kassiert. Lass mal probieren, sobald einer relativ nah ist, einfach beide mit dem Schwert drauf zu gehen. Okay. Auf wen schießen wir eigentlich immer? Auf den, der gerade am nächsten ist? Jo. Einen habe ich jetzt schon dreimal getroffen. Na, ich habe auch ein bisschen gut. Einer ist auf jeden Fall low von denen. Ja, der rechte, ne? Ja. Nochmal getroffen. Ich gehe mal mit dem Schwert jetzt einfach drauf, ich bin full life. Ich gehe auch jetzt auf den anderen mit dem Schwert drauf. Machen wir jetzt unser 1 gegen 1 Duell. Okay, der ist down. Ich habe einen auch. Sehr gut, Leute. So muss das laufen. Da hat sich's doch direkt bezahlt gemacht, ne, dass der Jeff da mit der Botschaft reingekommen ist. Und da ja 22 verbleibende Teams noch sind, würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle nochmal einen Cut, bevor diese Fights zu lange dauern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Sind wir dann im Achtelfinale? Das kann ich mir gar nicht ausrechnen, ehrlich gesagt. Weißt du das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, nee. Leute. Es geht auf jeden Fall gleich in die nächste Runde. Ich hab zwar Mathe LK, aber scheiß drauf. Aber die nächste Runde ist dann eine K.O.-Runde, ne? Ja, das ist alles. Also ab diese Runde ist K.O. Runde. Es kommt aber eine kleine Werbeblock, Leute. Und dann geht's. Willkommen zurück aus der Werbung. Oh Gott, ich muss damit echt unbedingt aufhören. Wir sind in der nächsten Teams Runde. Und jetzt ist halt K.O. Runde. Wie viele Teams noch? 16. Schieß auf den linken. Der hat schon zwei kassiert. Ja, der rechte auch. Dritter. Pass auf, der rechte ist. Lass mal beide auf den. Okay, der kommt. Oh Gott. Boah, der hat aber richtig kassiert hier. Der muss eigentlich jetzt sterben. Auch. Nein, ich hab nichts mehr. Ich bin tot. Okay. Kriegst du deinen? Ja, ich hab meinen. Achtung. Oh, oh. Oh, Tobi. Oh, Tobi, Gott. Regel das. Ja, warte. Sonst geh recken oder so. Aber auch Tobi, regel das. Das ist die K.O.-Runde. Die Spannung steigt. Tobi versteckt sich hinter dem Pfahl. Es ist ein ziemlich spannendes Match, ein Bogenkampf. Und er versucht zu flüchten. Der Gegner versucht zu flüchten. Tobi kommt hinterher. Ich kann nicht sehen. Hab ihn. Und Tobi hat ihn sich geholt, Leute. Sehr, sehr geil, sehr, sehr gute Runde. Schön. Tobi hat aber so soll es in Wacho nicht sein, ja? Also nicht so sterben. So soll es echt nicht sein. Eigentlich darf ich nicht sterben. Jetzt kommt noch mal ein ganz kurzer Werbeblock, Leute. Aber warte,
Das ist schon das letzte Team. Ich glaube, ja, das können okay, wir lohnt sich nicht, Leute. Das war ein kleiner Joke jetzt an meiner Stelle. Ich mache jetzt auch keine Werbung mehr. Schon genug verdient. Ja, ja, genau. Ich bin jetzt sowieso rich geworden durch dieses wunderschöne Video. Das hier ist das letzte Team, die jetzt hier noch gegeneinander spielen. Den können wir sogar mal zugucken. Da gucken wir mal, wie die ganzen Noobs unter sich spielen. Mhm. Mein Gott, ich glaube, ich darf sowas nicht sagen, weil die Leute mir das dann immer ernst nehmen. Ja, das ist immer so. Deswegen, Leute, nehmt das nicht zu ernst. Take this easy. Matridox, YouTube und okay, Bay, 30 Sekunden irgendwas. Dauert's noch maximal. Achso, und dann wenn die Zeit abgelaufen ist, dann gewinnt der, der am nächsten in der Mitte steht. Ach, okay, das ist eine Information, die ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Ich dachte, der dann noch am meisten Leben dann zusammengerechnet hat. Das wäre eigentlich auch sinnvoll. Ja, okay. Schon. Am nächsten in der Mitte steht, okay, ist auch eine krasse. Aber ich glaube, Team Blau regelt das hier. Ich hab, denk, oder? Nein, ich denke, es wird sogar wegen der Zeit enden. 3, 2. Oh, jetzt ist aber einer gestorben. Aber wer hat gewonnen? Ich hab's nicht mitbekommen. Egal, es geht los. Keine Ahnung, da steht auch nichts von Rot oder so. Wir spielen diese Maps auch oft irgendwie. Ja. Oh, die wollen aber auch aggressiv gehen. Ja, der Rechte. Lass mal hier auf den Rechten mit dem Schwert. Geh mit dem Schwert drauf, zwingt mehr. Ja. Okay, der ist down, da kommt direkt der Nächste. Direkt auf den, einfach beide mit dem Schwert. Okay. Läuft bei uns, huh. Unsere Runden gehen aber echt immer schnell vorbei, habe ich das Gefühl. Mhm. Es sind noch 7 verbleibende Teams hier, der letzte Kampf. Ich lasse das jetzt mal laufen, ich mache jetzt mal keine Unterbrechungen mehr, da es jetzt nur noch so wenige Teams sind. Da kann man, glaube ich, auch mal ganz gut zugucken hier. Boah, die machen auch so einen richtigen Teams, Einzelkampf. Ne? Aber ich muss sagen, das ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Training, wenn wir tatsächlich in Varo dann mal in so eine 2-gegen-2-Situation kommen. Mhm. Ist das nicht schlecht, wenn man auch noch ähnlich equipped ist, wie wir jetzt hier gerade. Aber dafür müssten wir natürlich auch erstmal ordentlich Dias das finden. Ding ist, in Varo musst du aber auch nochmal mit Feuer und sowas mit allem rechnen und so. Jo, stimmt. Na gut, das haben wir jetzt nicht dabei, aber dann dauert es auch alles wieder ein bisschen länger und ist ein bisschen komplizierter. Genau. Boah, bei Varo müssen wir auch einfach so Glück haben, irgendwie da mit dem Strip Mine oder so, dass wir da irgendwie schnell an Dias kommen. Das ist auch echt so eine kleine Glückssache, aber das macht es halt auch irgendwie aus in Minecraft immer. Ich bin so gespannt, Alter, wenn ich dran denke, Isotomination. Yeah. Mensch, der Mr. Chicken, schöne Grüße an dich an der Stelle. Mal kann man ja auch mal ein Video hinterlassen, ne, wenn er gerade schon mal einer am Start ist. Finale gegen Tobi und Izzy, It's Tiger PvP, so sieht das aus. Die zwei fighten noch. It's Tiger PvP ist auch weiter. Naja. Das ist gleich Halbfinale. Stell mal vor, wir sind wirklich mit dem Finale, das wäre eigentlich eine ziemlich coole Aktion. Mhm. Die kommen nicht ins Finale, sagt der Minecrafter Freak 57. Naja, wow. Naja, hat ganz schön große Worte für so einen kleinen Minecraft-Spieler. 20 Sekunden noch. Ist das letzte Team, was noch fightet hier? Ja, das ist das letzte. Okay. Na, das wird Team Rot machen. Und ist es direkt vorbei. Team Van hat gewonnen. War das auch heftig? Okay. Aber gegen die spielen wir jetzt. Ist Mr. Chicken dabei? Der ist rasiert. Nee, Mr. Chicken ist bei dem anderen. Okay. Na, die verstecken sich aber auch ganz gut. Mhm. Einen habe ich getroffen. Wollen wir mal irgendwie. Wir müssen uns vielleicht mal ein bisschen einiger werden, welchen wir nehmen, oder? Ja, genau. Was sollen wir? Lass mal hier rechts vorbei und gucken, ob wir. Der eine hat schon ganz gut gelitten, der jetzt nach links gelaufen ist. Oh shit, ey. Ja, ich habe auch ein bisschen. Boah. Ich habe schon ganz gut kassiert, ey. Mhm. Lass mal ein bisschen nach hinten gehen einfach. Okay, die kommen wahrscheinlich. Oh Gott, ich dachte gerade schon, du wärst ein Gegner. Nee. Okay. Okay, lass einfach mal mit dem Schwert drauf. Hier auf den Leon. Der Leon hat nicht mehr viel. Die haben beide nicht mehr viel, die sind beide richtig low. Okay. Jawohl. Einer ist down. Okay, und jetzt direkt auf den anderen. Okay, fuck, Alter. Mann, ich muss immer so wenig reden an den Stellen, weil ich mich so konzentriere. Ja, aber den sollten wir auch bekommen. Okay. Ich hier von links vom Baum. Ja. Oh Gott, er hat mich auf jeden Fall gut gekriegt. Oh, ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich gehe wieder andersrum. Mhm. Wir müssen auch auf die Zeit achten. Okay, der hat gesessen. Hab ihn. Jawoll. Ja. GG, alter Falter. Geht's direkt in die nächste Runde? Jo, wir sind im Finale. Oh Gott, Finale. Ist Mr. Chicken am Start? Nee, der ist rausgeflogen. Oh, Mr. Chicken. So, der Rechte hat schon von dir einen und von mir einen, auf jeden Fall. Mhm. Nochmal einen. Von mir ist kein mit dem Schwert drauf, die haben mehr kassiert. Ja, lass rauf. Okay. Ich bin gerade ein bisschen low. 2 Herzen, halbes, okay. Einer ist down. Oh nein, ich bin auch down.
Na, schade. Ah, ich muss sagen, ich habe auch die letzte Runde jetzt richtig, richtig kacke getroffen. Ey. Ich habe irgendwie, glaube ich, 2 Bogenhits, wenn überhaupt, gelandet. Das war irgendwie jetzt natürlich im Finale. Aber, es passiert. Aber wir haben es bis ins Finale geschafft. Ich glaube, wir könnten uns glücklich schätzen, wenn wir bei Varo bis ins Finale kommen würden. Ja, da würde ich, glaube ich, dann... abwarten. Was hast du so für Ziele, Tobi? Was möchtest du erreichen mit Varo 3? Erste Folge überleben. Erste Folge überleben ist eigentlich immer das größte Ziel. Ja, gell? Also das ist halt... Also die erste Folge ist halt das, wo sau viele Leute eh sterben werden. Ich sage, es werden locker 20 Leute oder so sterben. Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn man aber dann die erste Folge überstanden hat, die tatsächlich richtig schlimm ist, dann würde ich schon sagen, wenn wir das schaffen, dann will ich aber schon ganz gerne eigentlich von letztem Mal das überbieten. Ich meine, ich hatte letztes Mal Varo 14 Folgen. Ja, wir hatten 15. Ja, stimmt, wir waren ja ähnlich dann. Ihr seid sogar auf YouTube dann sogar noch vor mir gestorben, obwohl ich vorher gestorben bin. Das wäre auf jeden Fall krass, aber erstmal ist wichtig die allererste Folge. Und das war's mit der heutigen Folge von unserem Varo 3 PvP-Training. Morgen gibt's dann wieder eine Folge beim Tobi, unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben. Wünscht uns Glück, take this easy, nehmt das Leben nicht zu ernst. Bis dann und tschüss!